Phil Laude. Hallo! Die Funker. Guten Morgen am Morgen. Wir hätten aber noch wieder eine Frage. Ja, was gibt's denn? Wie blicken Sie zurück auf 2022? Ah, hört mir auf. Schlimm. Es war wirklich schlimm und auch erschütternd. Das ganze Leid wird Ihnen ja sicher nicht entgangen sein, dass wir in der Vorrunde rausgeflogen sind. Ja, Titel als Vize-Tippkönig ist jetzt weg und die 2,50 Euro waren ein Totalverlust. Also da wir unser Schusch, Geringverdiener, da wir unser Vermögen im richtigen Moment umgeschichtet haben, konnten wir das Jahr doch mit einer erheblichen Rendite beenden. Ob die Krise bei euch auch so geil war? I doubt it. Aber hat Sie der Krieg nicht geschockt? Naja, also ich muss schon sagen, wenn ich die Geschichten von Betroffenen höre, dann läuft es mir doch eiskalt den Rücken runter. Ich sag nur eingefrorene Konten. Puh. Also wenn ich da so in mich reinfühle, dann, und das ist jetzt wirklich nicht wertend gemeint, aber ich finde, viele Menschen dürfen sich auch wieder etwas mehr entspannen. Also es gab sehr viel negative Energie. Und davon wurde ja auch gesprochen, von dieser Energiekrise. Hallo? Was? Mit welchen Gefühlen schauen Sie zurück auf das Jahr 2022? Hass? Ja, also Hass ist schon ein sehr starkes Gefühl. Meinen Sie vielleicht ein bisschen Angst vor der Zukunft und... Nee, ich mein Hass. Blanken Hass. Aber auf wen? Na, auf alle. Die Klimakleber, die da oben, die Ampelhampel, noch die Öffentlich-Rechtlichen erst recht. Na, ich brauche keinen Trabanten in meinem Massagesitz oder umgekehrt. Das Interview ist beendet. Was nehmen Sie mit aus 2022? Sie meinen außer meiner Rendite? Ja. Also auch wir merken, die Zeiten werden unruhiger. Es war bestimmt nicht das letzte Mal, dass ein Geringverdiener auf der Straße klebt und sie blockiert. Da hilft dann nur der Heli. Oder ein Schneepflug am Maybach. Wie man die Energiepauschale in der Steuererklärung geltend macht. Fuchs wird man nicht, Fuchs ist man. Sollte man aber richtig machen. Wollen ja nicht enden wie Boris Becker. Hinter schwedischen Gardinen. In seinem Fall englischen. Ach, der Bobbele. Was nehme ich mit? Das ist eine schöne Frage. Das ist auch eine konstruktive Frage nach vorne. Und ich nehme mit ungefähr 25 Gramm Marihuana aus eigenem Anbau. Und natürlich immer noch die große gesellschaftliche Frage. Welche Frage wäre das? Wann bubert's legal? Was wollen Sie denn aus 22 mitnehmen? Den Hass, wenn ich mir dich so anschaue. Ja, aber was kann sich denn für 2023 ändern? Ist das jetzt hier ein Wunschkonzert oder was? Na gut, liebe öffentlich-rechtlichen Medien, ich wünsche mir, dass er den da entlasst und den gleich mit. Was sollte sich 2023 unbedingt ändern? Ich habe überhaupt nichts gegen die hohe Kunst der Pyrotechnik. Aber Feuerwerk immer nur in einem gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen mit TÜV-geprüften Böllern. Vor allem du, Kevin, einer meiner Schüler. Beim nächsten Mal den Polenböller nicht nur anzünden, sondern auch wegschmeißen. Grüße ins Krankenhaus. Gute Besserung, Kevin. Ach, Kevin. Was sind denn Ihre Vorsätze für 2023? Brigitte hat gesagt, ich soll an meinen Emotionen arbeiten. Und? Wie läuft's? Ach, halt doch die Schnauze. Ich möchte mir aber nicht zu viel vornehmen. Mir ist es wichtig, im Hier und Jetzt zu bleiben. Und da habe ich mir eigentlich nur ein Ziel gesetzt, dass ich meinen Marihuana-Konsum etwas steigere. Steigern? Warum denn mehr? Alle machen jetzt Microdosing und ich möchte gegen den Strom schwimmen und mache deswegen jetzt Makrodosing. Und wie fühlt es sich an, Ziele zu erreichen? Ja. Also ich habe mir vorgenommen, meine Finanzen 50-30-20 aufzuteilen. Also Fixkosten, Wünsche und Sparen? Bist du deppert. 50 Konzerne, 30 Immobilien, 20 Shorts. Steuern null. Was sind denn Ihre Vorsätze für dieses Jahr? Oh, tatsächlich, inspiriert durch meine Schüler, mache ich mit beim Veganuary. Das bedeutet den ganzen Januar kein Fleisch.
schürt dann auch so ein bisschen die Vorfreude aufs Angrillen. 1. Februar geht's los. Ja, ich habe die Grillfackeln schon im Tiefkühl. Eine gute Fleischfackel. Echt ein Fleisch. Schweinebauch ist das, glaube ich, einmal rumgewickelt. Hm. Wovor fürchten Sie sich in 2023? Hm. Furcht ist für mich ein, jetzt nicht wertend gemeint, aber ein sehr negatives Gefühl, das ich für mich nicht empfinde. Haben Sie keine Angst vor der Zukunft oder vor Krankheiten? Ich meine, Ihr THC-Konsum ist schon sehr groß. Also da kann ja schon mal was passieren. Woher wollt ihr wissen, dass ich THC konsumiert habe? Und wofür filmt ihr? Ist das... Wovor fürchten Sie sich in 2023? Steigender Meeresspiegel. Weil das eine ökologische und soziale Katastrophe wäre? Ja, genau. Ich habe Angst um die Cayman Islands. Der Briefkasten meiner Holding liegt nur einen Meter über dem Meeresspiegel. Das ist aber risikoreich angelegt. Hast du einen Witzkeks gefrühstückt? Worauf freuen Sie sich denn 2023? Oh, da gibt's was. Ja, also über mich und meine Schüler wurde eine Serie gedreht. Die kommt im April kommt die online in die ARD Mediathek. Das ist mein Lieblings-Streaming-Service. Kennt ihr wahrscheinlich gar nicht, ne? ARD Mediathek und die Kiste bebt. Und wie heißt die Serie? Almania. Einfach mal googeln. Und was sind Ihre Vorsätze für 2023? Also ein Riesenvorsatz ist, dass Almania endlich rauskommt. Deswegen freue ich mich auch mega, dass es wahrscheinlich im April soweit ist. Und bis dahin könnt ihr hier noch bei Mr. Wissen to Go vorbeischauen. Oder ihr schaut euch hier eine Umfrage zur Digitalisierung an. Bis nächste Woche. Servus Erdnuss. Did it again.